Noch schneller als in diesem Video wirst du die Grundlagen von C Sharp nicht lernen. In diesem Video werden wir uns mal alle wichtigen Grundlagen der Programmiersprache C Sharp anschauen und das in Blitzgeschwindigkeit. Bevor es losgeht, möchte ich noch auf unseren Black Week Super Sale hinweisen. Auf wirklich ausnahmslos all unsere Videokurse gibt es gerade bis zu 58% Rabatt. Das ist wirklich die perfekte Gelegenheit, sich unsere Kurse mal anzuschauen, denn noch günstiger werden sie nie wieder werden. Egal ob du Webentwickler, Data Scientist, Spieleentwickler oder Anwendungsentwickler werden möchtest. Zu all diesen Themen haben wir umfangreiche Videokurse. Ein Link zum Sale ist in der Videobeschreibung. Fangen wir an mit Kommentaren. Du kannst Kommentare in deinem Code schreiben, indem du einfach zwei Slashes machst. Wenn du zwei Slashes machst, dann kannst du einen einzeiligen Kommentar schreiben und die nächsten Zeilen sind dann kein Kommentar mehr. Und wenn du einen mehrzeiligen Kommentar machen willst, machst du einen Slash und einen Stern und dann kannst du so viele Zeilen machen, wie du möchtest. Und um das eben wieder zu beenden, machst du einfach einen Stern Slash. Und dann siehst du, geht es wieder ganz normal weiter mit dem Code. Die wichtigste Grundlage einer jeden Programmiersprache sind Variablen. Und in C-Sharp erstellt man eine Variable folgendermaßen. Du musst zuerst einen Datentyp angeben, zum Beispiel int int steht dafür, dass in die Variable, die wir jetzt erstellen, nur Ganzzahlen gespeichert werden können. Datentypen sind also die Art von Wert, die man in eine Variable reinschreiben kann. Wir erstellen jetzt eine Variable mit dem Namen Zahl und die können wir jetzt entweder deklarieren, also sie einfach nur bekannt machen, indem wir hier ein Semikolon direkt hinpacken. Oder wir initialisieren sie gleich mit einem Zuweisungsoperator, dem ist gleich, und weisen dann einen Wert zu. Wir haben gesagt, das hier ist ein Int, deswegen kann hier nur eine Ganzzahl wie zum Beispiel 10 reingespeichert werden. Und diese Zahl können wir dann natürlich auch lesen. Wir können sie beispielsweise ausgeben, indem wir schreiben Console Writeline. Und dann kann ich einfach sagen Zahl. Und wenn wir das Programm starten, dann wird die Zahl eben ausgegeben. Die Zahl, die sich in der Variable Zahl befindet. Und das ist ja die 10, wie wir sehen. Neben int gibt es auch noch weitere Datentypen, beispielsweise den Datentyp double. Hier kann man Fließkommazahlen reinschreiben. Zum Beispiel können wir das Kommazahlen nennen und dann kann ich jetzt beispielsweise hier 10,33 reinspeichern. Was wir auch machen können, ist einen Boolean erstellen mit dem Datentyp bool. Ein Boolean ist einfach ein Wahrheitswert. Ich nenne diese Variable mal Wahrheitswert. Das kann also ein True sein oder ein False sein. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Strings zu speichern. Ein String ist eine Zeichenkette, also ein Textwert, beispielsweise ein Name, und Strings in C-Sharp packt man zwischen diese Anführungszeichen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel meinen Namen reinschreiben, Yannick und jetzt habe ich eben eine Variable mit dem Namen Janek drin. Es gibt auch noch den Datentyp char, das ist einfach nur ein einzelner Charakter, das kann ich jetzt zum Beispiel Character nennen, und das ist jetzt beispielsweise ein Buchstabe. Chars erstellt man, indem man hier eben statt doppelten Anführungszeichen nur einfache schreibt. Und hier kann ich zum Beispiel das große A reinspeichern. Ja, das sind also die wichtigsten Datentypen. Es gibt natürlich noch mehr, kann man in der Dokumentation von Microsoft nachschlagen. In seinem C-Sharp-Code kann man natürlich auch rechnen. Das ist auch sehr, sehr wichtig und das muss man immer wieder in seinem Code machen. Man möchte seine Daten ja irgendwie verarbeiten. Wir können zum Beispiel mal eine Ganzzahl erstellen, die nennen wir wieder Zahl oder nennen wir sie Zahl 1 und da schreiben wir jetzt mal den Wert 10 rein. Und wir können auch noch eine weitere Zahl erstellen, Zahl 2 und da schreiben wir jetzt mal den Wert 15 rein. Und jetzt können wir eine Zahl erstellen, die heißt Ergebnis. Und hier können wir jetzt zum Beispiel reinschreiben: Zahl 1 plus Zahl 2. Damit addieren wir diese beiden Zahlen und schreiben die Summe dann in Ergebnis. Und um eben zu addieren, nutzen wir das Plus-Symbol. Ich müsste das Ganze jetzt nicht mit Variablen machen. Ich könnte beispielsweise auch einfach hier sagen, zum Beispiel hier 15. Und dann plus 5, dann würde ich hier eben 20 rauskommen und in Ergebnis reingespeichert werden. Und man kann natürlich nicht nur addieren, man kann auch subtrahieren, also Minus rechnen, multiplizieren mit dem Sternchen-Symbol, also mal rechnen. Und man kann auch dividieren, also teilen mit dem Slash-Symbol. Wir können ja mal hier Zahl 1 ist 10 sagen, Zahl 2 ist 15 sagen und dann sagen, das Ergebnis Zahl 1 plus Zahl 2 ist. Und dann lassen wir einfach mal in der Konsole mit console.writeline einfach Ergebnis ausgeben. Wir schreiben also hier zwischen diese Klammern in console.writeline Ergebnis rein. Und jetzt sollte ja hier 25 rauskommen, denn 10 plus 15 ist 25. Und wenn wir das Ganze einfach mal starten dann steht jetzt in der Konsole 25. Wichtig ist zu verstehen, dass im C-Code auch Punkt vor Strich gilt. Wenn wir jetzt also sagen, Zahl mal 5 hier beispielsweise oder mal 6, Zahl plus Zahl 2 mal 6. Dann wird zuerst Zahl 2 mal 6 gerechnet und danach wird eben Zahl 1 plus das, was hierbei eben rauskam, gerechnet. Punkt vor Strich, wie man es in der Schule gelernt hat. Wenn man möchte, dass Zahl 1 plus Zahl 2 zuerst gerechnet wird und das dann mal 6 genommen wird, dann kann man hier auch Klammern dazwischen packen und dann wird eben das, was in Klammern steht, zuerst ausgerechnet. Wie in jeder anderen Programmiersprache auch gibt es in C-Sharp natürlich If-Abfragen. Damit kann man bestimmte Codeabschnitte nur zu bestimmten Bedingungen ausführen lassen und das sorgt dafür, dass wir unsere Programme dynamischer gestalten können. Wir können zum Beispiel eine Variable erstellen, die nennen wir mal Alter, das ist einfach eine Ganzzahl und da schreiben wir jetzt mal 18 rein. Und jetzt wollen wir zum Beispiel sagen, dass nur wenn wir 18 sind oder älter, das dann ausgegeben wird, du bist volljährig. Und wenn wir eben nicht alt genug sind, dann wollen wir ausgeben lassen, du bist minderjährig. Und wie machen wir das? Naja, ganz einfach mit IF-Abfragen. Eine if-Abfrage, die bilden wir folgendermaßen. Wir schreiben einfach das Schlüsselwort if, dann kommt ein Klammerpaar. In das Klammerpaar schreiben wir eine Bedingung, beispielsweise das Alter größer oder gleich dem Wert 18 sein soll. Dann bilden wir einen Codeblock mit geschweiften Klammern und in diesen codeblock packen wir jetzt das rein das ausgeführt werden soll wenn wir jetzt eben diese bedingung erfüllen wenn die bedingung nicht erfüllt wird dann wird dieser codeblock hier nicht ausgeführt wir können natürlich auch einen alternativen codeblock bilden der ausgeführt werden soll sollte die bedingung nicht erfüllt werden das machen wir mit einem else wir schreiben also else und dann machen wir hier wieder einen codeblock und in diesen packen wir jetzt eben das rein was andernfalls eben ausgeführt werden soll. Und wenn wir jetzt sagen, Alter ist 18 und das Programm starten, dann steht hier, du bist volljährig. Wenn wir jetzt aber sagen, dass Alter den Wert 17 hat, dann steht hier, Du bist minderjährig. Solche Bedingungen kann man also bilden mit diesen Vergleichsoperatoren. Man kann also fragen: Ist Alter größer als 18? Ist Alter kleiner als 18? Ist Alter kleiner oder gleich 18? Oder größer gleich 18? Ist es exakt gleich 18? Oder ist es ungleich 18? Und was man auch machen kann, ist, man kann auch mehrere solche Vergleiche miteinander verknüpfen zu einer Bedingung. Man kann also auch noch sagen: Man hat einen Boolean-Ausweis dabei, beispielsweise setzen wir mal auf False. Und und nur wenn der Ausweis bestätigt werden kann, dann gilt die gesamte Bedingung. Man kann also sagen, dass man erst fragt, Alter zum Beispiel größer oder gleich 18. Und dann kann man noch sagen, muss man aber auch mit dem doppelten kaufmännischen und einen Ausweis dabei haben. Also Ausweis dabei ist gleich ist gleich true. Wobei man auch hier einfach sagen kann, Ausweis dabei ist dann dasselbe wie ist gleich ist gleich true. Und das ist dann eben eine Verknüpfung, die zwei solche Vergleiche zu einer Bedingung miteinander verbindet. Bei diesem und müssen beide Bedingungen erfüllt werden. Man braucht einen Ausweis und man muss älter sein als 18 oder gleich 18 sein. Es gibt auch noch das oder, das ist einfach dieser doppelte gerade Strich hier. Und das bedeutet, dass nur eins davon erfüllt werden muss, damit diese Bedingung erfüllt wird. In C-Sharp kann man auch Funktionen schreiben. Man kann also beispielsweise folgendes machen. Ähm, sagen wir einfach mal, wir erstellen eine Funktion void, die gibt nichts zurück. Und die nennen wir einfach mal sage hallo. Und dann eben übergibt man hier einen String als Parameter, beispielsweise Name. Und in dieser Funktion, die hat jetzt eben auch einen Codeblock. Und in dieser Funktion macht man jetzt einfach folgendes. Da sagt man Console.WriteLine hallo. Leerzeichen plus und dann hängen wir noch den Namen dran, den wir als Parameter übergeben haben. Und jetzt können wir hier so oft sage hallo aufrufen, wie wir wollen. Wir können also sagen sage hallo. Das rufen wir dann auf, indem wir hier in das Klammerpaar setzen. Und dem Klammerpaar übergeben wir dann auch noch einen Parameter, diesen hier definierten Stringname. Wir sagen also beispielsweise Janek. Und wir können natürlich das Ganze so oft aufrufen, wie wir wollen. Wir können also noch sagen, wir wollen auch den Peter begrüßen. Und wir wollen auch noch... Die Sabine begrüßen. So. Und wenn wir jetzt das Programm starten, dann steht hier jetzt: Hallo Janik, einmal Hallo Peter und Hallo Sabine. Jetzt habe ich ja hier bei der Definition der Methode void geschrieben. Und das bedeutet einfach, dass diese Methode nichts als Rückgabewert bzw. als Ergebnis zurückgibt. Man kann jetzt natürlich auch Methoden bzw. Funktionen definieren, die auch ein Ergebnis zurückgeben. Und wir machen da mal ein Beispiel. Sagen wir beispielsweise, wir haben eine Methode, die gibt einen Integer zurück und die nennen wir einfach Quadrat. Und da übergibt man dann einfach einen anderen Integer, den man quadrieren möchte. Und da sagen wir einfach Zahl. Und als Ergebnis sagen wir dann einfach, okay, haben wir hier das Ergebnis. Und das rechnen wir aus. Das ist einfach die Zahl mal die Zahl, also die Zahl hoch 2. Und wir können dann eben Ergebnis mit dem Schlüsselwort return zurückgeben als Ergebnis dann eben. Und jetzt können wir einfach hier unten hingehen, eine Variable erstellen vom Typ int, die nennen wir einfach mal Zahl. Und hier weisen wir jetzt das zu, was als Ergebnis von dieser Funktion Quadrat zurückgegeben wird. Wir rufen die also auf, machen hier wieder das Klammerpaar und übergeben jetzt einfach mal. Als Parameter den Wert 5 und dann bekommen wir eben 5 hoch 2 zurückgegeben, also die 25, denn 5 mal 5 ist 25. Und wenn wir jetzt mal hier die Zahl ausgeben lassen, Console -Right line Zahl, dann sehen wir das auch. Wir sehen, hier steht jetzt 25 in der Konsole. In C-Sharp gibt es auch sogenannte Schleifen. Und mit Schleifen kann man ganz einfach gesagt bestimmte Codeabschnitte mehr als einmal hintereinander ausführen lassen. Stell dir beispielsweise mal vor, wir wollen die Zahlen von 1 bis 10 in der Konsole ausgeben lassen. Dann könnten wir jetzt hergehen und sagen Console -Write -Line 1. Dann kopieren wir das, Console -Write Line 2. Dann kopieren wir das wieder, Console -Write -Line 3. Und das könnten wir dann machen, bis wir eben bei der 10 angekommen sind, machen wir es jetzt mal nur bis 5. So, jetzt haben wir hier die Zahlen von 1 bis 5 in der Konsole ausgegeben. Und das funktioniert so auch, aber du merkst, das ist ganz schön bescheuert, weil wir hier eben immer wieder für jede einzelne Zahl einen Befehl schreiben müssten. Wenn wir jetzt die Zahlen von 1 bis 1000 ausgeben lassen wollen würden, dann bräuchten wir hier 1000 Zeilen Code. Das wäre nicht so toll. Und dafür gibt es eben Schleifen. Und ich möchte dir die jetzt einfach mal zeigen. In C-Sharp gibt es mehrere verschiedene Arten von Schleifen und ich zeige dir jetzt mal alle diese Arten nacheinander. Fangen wir an mit der simpelsten Schleife und zwar der While-Schleife. While lässt sich auf Deutsch übersetzen als während und die funktioniert folgendermaßen: Und zwar hat die While-Schleife hier. Eine Bedingung wie beim if-Statement oder der if-Abfrage auf Deutsch und während eben diese Bedingung erfüllt wird, wiederholt sich dieser Codeblock, den wir hier haben, immer wieder aufs Neue. Wir sagen also hier bei jedem Durchlauf, wir erhöhen die Zahl, die bei 1 übrigens hier oben anfängt, immer um 1 bei jedem Durchlauf und dann sagen wir einfach console -Right -Line zahl Ich merke auch gerade, fangen wir lieber bei 0 an, das macht mehr Sinn und wenn wir jetzt das hier ausführen, dann werden die Zahlen von 1 bis 10 in der Konsole ausgegeben. So, machen wir das mal. Dann sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Steht in der Konsole, weil wir bei 0 anfangen. Dann wird geprüft, okay, ist Zahl noch kleiner als 10? Ja, ist es. Das heißt, wir sagen Zahl plus ist gleich 1. Wir erhöhen also die Zahl um 1. Dann haben wir den Wert 1 drin stehen und das geben wir aus. Dann geht es wieder hoch, prüft die Bedingung. Ist das immer noch so, dass Zahl kleiner ist als 10? Ja, ist es. Wir sind ja gerade bei 1, also wird die wieder um 1 erhöht. Und wieder ausgegeben, dann steht die 2 in der Konsole. Und Das geht eben so lange, bis hier das nicht mehr erfüllt wird. Das ist die while-Schleife. Neben der while-Schleife gibt es auch noch die sogenannte do-while-Schleife. Dabei setzt man einfach das while mit der Bedingung an den Boden von diesem ja, Code-Block, also an den Fuß des Code-Blocks, packt hier auch noch ein Semikolon hin und oben, wo das while gerade eben noch stand, schreiben wir jetzt do hin. Das ist die Do-Wild-Schleife und die funktioniert im Grunde genauso wie die Wild-Schleife, nur dass diese garantiert einmal ausgeführt wird, ob die Bedingung jetzt erfüllt wird oder nicht. Denn die Bedingung wird erst nach dem ersten Mal ausführen dieses Codeblocks geprüft. Wenn wir jetzt also hier sagen, okay, wir starten mit der Zahl 12 und wir sagen jetzt hier in der Bedingung, das wird so lange wiederholt, wie Zahl kleiner ist als 10, dann wird diese Bedingung mit 12 ja nicht erfüllt. Aber Zahl wird trotzdem einmal um eins erhöht auf 13 und die 13 wird dann ausgegeben. Und wenn wir das Ganze starten, dann sehen wir, steht in der Konsole 13. Das ist die Do-Wild-Schleife. Wie die Wild-Schleife, nur dass sie eben mindestens einmal auf jeden Fall ausgeführt wird. Eine weitere sehr, sehr wichtige Schleife, die man immer wieder benutzt, ist die sogenannte Vorschleife. Die Vorschleife ist eine sogenannte Zählerschleife. Wir initialisieren im Kopf der Vorschleife eine Integer-Variable, die nennt man in der Regel i. Die initialisiert man zum Beispiel mit dem Wert 0. Dann kommt ein Semikolon. Nach dem Semikolon kommt die Bedingung zum Weitermachen. Wir sagen also, diese Schleife soll beispielsweise so lange laufen, wie i kleiner ist als 10. Und dann wollen wir nach jedem Durchlauf auch i irgendwie manipulieren. Zum Beispiel können wir sagen i++, was einfach bedeutet i plus gleich 1, also i um 1 erhöhen. Und im Codeblock kann man diese Variable i dann auch benutzen. Wir können also zum Beispiel sagen Console.WriteLine i. Und das wird dann folgendermaßen aussehen. Zuerst wird i mit 0 initialisiert. Die Bedingung dieser Schleife ist, dass i kleiner ist als 10. Und jetzt ist i gerade bei 0, das heißt, der Codeblock wird einmal ausgeführt, es wird die 0 in der Konsole ausgegeben. Danach springt der Code hier hoch zu diesem i um 1 erhöhen, das heißt, i ist jetzt auf dem Wert 1. Dann wird wieder geprüft, ist i kleiner als 10? Ja, ist es noch, 1 ist kleiner als 10 und dann wiederholt sich das ganze so lange, bis wir eben hier diese Bedingung nicht mehr erfüllen. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann sehen wir, haben wir hier die Zahlen von 0 bis 9 in der Konsole stehen denn wir fangen bei 0 an und machen das eben so lange wie i kleiner ist als 10 sprich die 10 wird dann auch nicht mehr ausgegeben es gibt noch eine weitere Schleife und zwar die for each Schleife die gucken wir uns aber erst an wenn wir arrays gelernt haben und das machen wir jetzt mal ein Array ist im Grunde eine Variable, in die man nicht nur einen Wert speichern kann, sondern mehrere Werte gleichzeitig. Es gibt eindimensionale Arrays und zweidimensionale Arrays und der Einfachkeit halber zeige ich dir jetzt hier nur die eindimensionalen Arrays. Du kannst dir einen eindimensionalen Array vorstellen wie eine Liste von Werten. Wenn wir beispielsweise eine Integer-Variable namens Zahl erstellen, dann können wir hier nur einen einzigen Wert gleichzeitig reinspeichern. In diesem Fall jetzt die Zahl 10. Ein Array erstellt man, ähnlich wie so eine normale Variable, nur dass man eben nach dem Datentyp ein eckiges Klammerpaar packt und dann sagt man hier, dass man nicht direkt einen Wert zuweist, sondern ein New Integer Array. Also man schreibt hier einfach int und dann nochmal hier dieses eckige Klammerpaar und hier schreibt man jetzt rein, wie viele Werte man da reinspeichern können soll. Und wir sagen jetzt einfach hier 3. Das heißt, in dieses Array Zahl, wir nennen es einfach mal Zahlen, denn das macht mehr Sinn, kann man jetzt drei verschiedene Werte speichern. Wir können also sagen, Zahlen Index 0, Arrays fangen übrigens bei Index 0 an, ist zum Beispiel der Wert 10, Zahlen 1, also der zweite Wert, ist beispielsweise 15 und Zahlen 2, das ist dann der dritte Wert, ist zum Beispiel 20. Und jetzt haben wir eben hier ein Array erstellt namens Zahlen. Das kann drei Werte annehmen. Und diese drei Werte, die speichern wir in jeweils unterschiedliche Indizes. Und jeder Index, der kann eben über seine entsprechende Nummer in diesen eckigen Klammerpaar angesprochen werden. Und diese Indizes, die kann man eben wie normale Variablen einzeln auch behandeln. Man kann jetzt also zum Beispiel auch sagen, wir wollen in der Konsole Zahlen. 0 ausgeben lassen, dann wird die 10 ausgegeben. Schauen wir mal, ob das stimmt. Und wir sehen, die 10 wird ausgegeben. Das sind also eindimensionale Arrays. Man kann die übrigens auch anders initialisieren. Man kann auch folgendes machen: Wir sagen hier new int, dann wieder das eckige Klammerpaar. Und dann machen wir hier so einen Codeblock. Und in diesem Codeblock können wir jetzt mit Komma voneinander getrennt verschiedene Werte reinschreiben. Und jetzt haben wir eben hier am Ende noch ein Semikolon. Und jetzt haben wir hier eben dieses Array Zahlen mit diesen Werten hier initialisiert. Zahlen 2 beispielsweise, das ist der dritte Wert, ist 17. Und wenn wir das mal angucken, dann sehen wir auch, steht 17 in der Konsole. Und jetzt da du weißt, was ein Array ist, kann ich dir auch zeigen, was die for each Schleife ist. Mit der for each Schleife kann man eine Datenstruktur, also eine Datensammlung, wie beispielsweise ein solches Array, wie wir es hier haben, durchlaufen. Man kann also hier schreiben for each, dann ein Klammerpaar, dann schreiben wir den Datentyp von den einzelnen Werten, die wir durchlaufen. Wir durchlaufen hier Integer, das sind zahlen also sagen wir jede zahl die wir durchlaufen wird in diese integer variable zahl reingeschrieben bei jedem durchlauf und dann sagen wir okay wo sind die drin in diesem array zahlen das wir da oben erstellt haben und dann können wir einen Codeblock erstellen und hier können wir jetzt Code reinschreiben und bei jedem Durchlauf steckt in der Variable Zahl eben die aktuell durchlaufende Zahl, die wir hier in dieser Datensammlung Zahlen durchlaufen. Wir können also sagen console write -Line, die aktuelle Zahl und dann wird eben diese ganze Reihe von diesen Zahlen ausgegeben untereinander. Das sehen wir hier 10 15 17 20 und das alles nur mit dieser einfachen for each Schleife. So, das waren jetzt mal die absoluten Basics der Programmiersprache C-Sharp. Natürlich gibt es auch noch weitere wichtige Themen, die man behandeln muss, beispielsweise die objektorientierte Programmierung, also wie man Klassen programmiert, was Klassen überhaupt sind, wie Objekte miteinander kommunizieren können und so weiter und so fort. Und darum kümmern wir uns in einem späteren Video. Wenn ihr eine Fortsetzung zu diesem Video haben wollt, das in genau diesem Stil hier gemacht ist, aber dann sich eben mit den fortgeschritteneren Konzepten der Objekte, Orientierung befasst, dann liked dieses Video, schreibt mir das auch in die Kommentare, damit wir das sehen, und dann mache ich das liebend gerne für euch. Wenn ihr also das Ganze weiterhin sehen wollt, wenn ihr sowas nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt auch am besten diesen Kanal. Und falls ihr unseren 25-Stunden-Langen C-Sharp-Videokurs gucken wollt, den wir auf programmieren-starten.de anbieten, aktuell ist unser Black Week Super Sale da ist alles was wir auf unserer seite anbieten im angebot all unsere videokurse und auch die mitgliedschaften und falls euch das interessiert dann schaut auf jeden fall mal vorbei dieser sale läuft nur für kurze zeit in diesem sinne wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder und bis dahin wünsche ich euch viel spaß beim programmieren auf wiedersehen